Dachau. Mein Name ist Ulrich Breuer, ich bin Pressesprecher der Feuerwehr der Stadt Bornheim. Die Einheiten der Feuerwehr der Stadt Bornheim sind heute Abend zu einem Dachstuhlbrand in die Ortsteillage Brenig alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage so dar, dass weite Teile des Dachstuhls involviert waren, unter der Dachhaut zu glimmen und zu brennen begonnen hatten. Nach anfänglichen Versuchen per Innenangriff die Schadenslage abzuarbeiten, mussten wir jedoch schnell erkennen, dass das nicht mehr möglich war. Und dann wurden Einheiten, drei Trupps im Außenangriff und ein Trupp im Außenangriff über die Drehleiter vorgenommen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr waren keine Personen im Haus, sodass wir derzeit von kleinen Verletzten ausgehen. Und wie viele Einsatzkräfte sind hier circa im Einsatz? Etwa derzeitig ca. 40 Einsatzkräfte sind hier im Einsatz. Die Einheiten der aus den Löschgruppen Bornheim, Brenig, Waldorf und Dersdorf sind derzeit im Einsatz. Ja, was schätzen Sie, wie lange könnte der Einsatz noch dauern? Ist er doch etwas umfangreicher? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Ende abzusehen. Also jetzt grobe Schätzung, 1 bis 2 Stunden werden es sicher noch werden.